So, schnell, schneller, Endorphin Pro. So ist das heutige Video, aber man kann es ganz einfach schon mal so erklären, weil der heutige Laufschuh, die heutige Laufschuhpräsentation, Produktpräsentation, Placement, ist heute ein ganz, ganz rasanter Laufschuh von der amerikanischen Firma Saucony. Heute geht es eben um das Modell Endorphin Pro. Da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Ich hatte ja jetzt gestern das Vergnügen, das erste Mal mit diesem Laufschuh zu laufen. Wie viele Stammzuhörer wissen, bin ich ja vor einiger Zeit einen neuen 72 Stunden, ja, 72 Stunden, also 3 Tage Österreich-Rekord gelaufen mit 454,1 Kilometer. Habe natürlich dementsprechend jetzt 1,5 Wochen, 2 Wochen pausieren müssen, einmal wieder den Körper regenerieren lassen. Da konnte ich auch noch nicht diesen Laufschuh testen, weil dieser Laufschuh funktioniert oder greift erst so richtig, wenn du wirklich schnell läufst. Ja, der ist halt richtig auf Speed ausgelegt. Und jetzt, heute ist der heilige Tag gekommen, wo ich euch aber schon meine Meinung zu dem Laufschuh geben kann. Ich werde ja auch von Saucony unterstützt. Er ist einer meiner Laufschuh-Hauptsponsoren, weil mir einfach die Marke sehr, sehr gut passt und ich liebe den Laufschuh von der Dämpfung her und vom Aufbau her. Möchte aber genauso die guten Seiten dieses Schuhs jetzt hier widerspiegeln. Also, ja, die Seiten, auf die man sich dann auch ein bisschen einlassen muss, wenn man so einen Laufschuh läuft. Genau. Fangen wir mal an. Ich zeige euch einmal das gute Stück. Das ist der Saucony Endorphin Pro. Ein ganz ein leichter, cool designter Laufschuh. Wenn man den einmal in der Hand nimmt, dann merkt man halt erst, wie federleicht der Schuh ist. Das Design ist so himmelblau. Hat auch eine Power Run Sohle, das ist diese Dämpfung, also die Power Run Dämpfung, was einfach einen super Rebound-Effekt hat. Das bemerkt ihr bei sehr, sehr vielen Modellen von der Firma Saucony. Zum Schuh selber, der Schuh, jetzt ein bisschen kurze technische Daten, hat eine Sprengung von 8 mm. Ja, auch hier wieder kurz, die Sprengung bedeutet immer die Schräglage, kann man sagen. Hinten die Höhe und nach vorne wird es dann ein bisschen, ja, ist ein Gefälle, sagen wir es mal so. Das Gewicht bei den Herren ist bei 213 Gramm und bei den Damen, ich habe es nämlich aufgeschrieben, weil das Damengewicht merke ich mal leider nicht so gut, ist 179 Gramm, also ist auch sehr, sehr leicht. Ja. Der Schuh ist deswegen so auf Geschwindigkeit aufgebaut, weil er einer der Laufschuhe ist, der eine komplette eine Carbonplatte verarbeitet hat, von vorn bis hinten. Dies wiederum soll die Geschwindigkeit verstärken beim Laufen. Ich selber bin ein Mittelfuß-Vorfußläufer. Gerade je schneller die Distanz wird, umso eher sollte man ja auch eher vorne laufen. Bei Ultraläufen wird es halt ein bisschen schwieriger. Genau, das dazu. Also die Carbonplatte ist spürbar, wenn man reinschlüpft, fühlt sich am Anfang sehr, sehr komisch an, wenn man mal eine Runde gegangen ist. Und wenn man dann läuft, fühlt es sich auch komisch an. Aber jetzt nicht negativ komisch, sondern einfach nur, wenn man es noch nie gelaufen ist mit einer Carbonplatte, interessant. Ja. Ich bin gelaufen 15 Kilometer in 53 Minuten. Das war im Training, das war jetzt nicht im Wettkampf, aber trotzdem in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit, weil ich einfach auch den Schuh spüren wollte, wie der auch richtig funktioniert bei Geschwindigkeit. Und ich empfand den Schuh als, ja, cool, geil. Er war schon leibend zum Laufen, aber es war auch anstrengend. Ja. Es ist nicht so, dass es jetzt, ich meine, die Geschwindigkeit sowieso, ja, aber man muss sich da ein bisschen konzentrieren bei dem Schuh. Genau, was er auch hat, ist eine Speedroll. Ja, das ist quasi eine vorwärtsorientierte Ausrichtung beim Laufen, dass du halt
schön abläufst und gleich wieder den Rebound nach vorne bekommst, ja, also nichts mit Bremsen. Und ja, was ich bemerkt habe, dadurch, dass er natürlich ein sehr, sehr leichter Schuh ist, ja, was wiederum ja mega lässig ist, ja, weil er ja auch wettkampforientiert ist, merkt man durchaus halt bei Kurven, ja, die Instabilität, kann man sagen, ja. Ich muss aber hier dazu ganz, ganz stark erwähnen, dass ich selber, der Schuh ist neutral, ja. Es gibt ja auch Schuhe mit Stützen. Ich selber bin ein Läufer, der nach innen pronierte. Ja. Ich habe eine Tendenz schon Richtung einen Plattfuß aufgrund dessen, dass ich halt Langstrecke auf Straße laufe. Ich mache brav mein Fußgewölbetraining, gehe viel barfuß, ja, weil das ist essentiell, dass man quasi im Fußgewölbe die Muskulatur trainiert. Ja. Einlagen, Stützen sind okay, sollte aber nicht die Lebensphilosophie sein. Ja. Das sage ich auch vielen Sportlern dazu. Wenn man dazu neigt, ja, aber schauen, dass man die Muskeln trainiert. Genau. Dadurch, dass der neutral ist, ich nach innen knicke, ja, und der eh schon sehr, sehr leicht ist, ja, wird es bei den Kurven sehr instabil. Ja, da muss man sich halt sehr, sehr konzentrieren, dass man nicht irgendwie umknickt oder sonstige Sachen. Ansonsten, ne, ist er aber vom Aufbau, vom Lauffeeling her ein extrem geiler Schuh, der wahrlich seine Tendenz in der Geschwindigkeit hat. Jemand, der was den jetzt so zum Trainieren nehmen möchte, ja, einfach nur so zum Laufen, den empfehle ich ihn jetzt nicht. Ja, also wirklich eher mehr so für Intervalle, für Sprints, für Wettkämpfe. Ganz, ganz klar. Da positioniert er sich und da wird er auch von Saucony positioniert. Ja, was aber auch klar ist, ja, das merkt man dann schon bei den ersten Kilometern, wenn man mit dem läuft. Genau. Mein Fazit. Der Preis ist es wert. Er kostet zwar ein bisschen mehr als andere Laufschuhe. Also wir sprechen hier von 220 €. Ja, das ist schon ein bisschen zaster. Dafür hat man aber einen sehr, sehr schnellen, einen leistungsorientierten Laufschuh für leistungsorientierte Läufer und Läuferinnen und die, die es werden wollen, also auch für Intervalle und Tempoeinheiten. Man sollte jedoch so ein bisschen Zeit geben, damit man sich auch daran gewöhnt mit so einer Carbonplatte. Genau. Summa summarum, cooler Schuh. Ich werde ihn sicherlich bei dem ein oder anderen Wettkampf weiterverwenden. Von den Distanzen her, wisst, ich laufe auch 100 Kilometer volle Pulle, so im Bereich 7 Stunden, 7 Stunden 10. Ob ich mir den zutraue, bei 100 Kilometer zu laufen, glaube ich eher weniger. Also ich würde ihm vielleicht, ja, vielleicht einen Marathon, ja, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. 10 Kilometer Läufe sowieso, ich kann mir den auch bei Halbmarathons super vorstellen. Marathons, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie sportlich ist man. 100 Kilometer ist sicherlich auch möglich, aber ich glaube, da bleibe ich bei meinen Saucony Hurricane, Saucony Guide, bei denen, wo natürlich dann auch die Stütze dabei ist. Da nehme ich ein bisschen mehr Gewicht in Kauf, aber ja, der Laufstil wird halt bei den längeren Distanzen dann auch ein bisschen schlampiger. In diesem Sinne, das war ein kurzes Review über den Saucony Endorphin Pro. Wenn ihr mehr über den Laufschuh erfahren wollt, dann schaut auf saucony.com vorbei. Da findet ihr super viele Informationen, auch ein geiles Video und auch die Rezensionen könnt ihr euch durchlesen. Der hat ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und wenn es sonst Fragen gibt, könnt ihr mir gerne schreiben auf meine Website www.rainerbredel.com vorbeischauen oder ihr schaut es bei mir in mein Headquarter-Filiale vorbei, wo ich auch Laufanalysen mache bei Intersport Wieninger Stadtlau. In diesem Sinne, bleibt gesund, euer Rainer Bredel. Adios, amigos. Tschüss aus dem wunderschönen Österreich.